In meinem Kopf herrschen grad so um die 5000 Bar oder 5000 Grad. Ich komm nicht mehr klar bei jedem Fehler, den ich mach. Denke ich an verschwendetes Potenzial, weil ich es eigentlich kann. Mache mir viele Vorwürfe, komme ich mal nicht ans Ziel, weil um mich zu beschweren, bin ich viel zu privilegiert. Das dachte ich zumindest die längste Zeit meines Lebens. Hab mir eingeredet, das was ich hab sind keine Probleme. Denn es gibt Leute, denen es schlechter geht und die sich trotzdem nicht beschweren. Also hab ich weitergemacht und gedacht, mit mir wär was verkehrt. Habe eingesehen, durchs Leugnen konnte ich nichts daraus lernen. Und hatte mich von meinem Ziel an mir zu wachsen nur entfernt. Für kurze Zeit ratlos zu sein ist gar keine Schwäche. Und jedes Problem hat eine Daseinsberechtigung. Doch dieses Selbstverständnis ist nicht selbstverständlich. Man hinterfragt sich ständig und der Prozess ist unendlich. Jeder kennt das, sich das Leben verändert. Vielleicht in eine Richtung, in die man gar nicht gelenkt hat. Man kann auch in einem Planschbecken draufgehen, wenn man nicht weiß, wie man aufsteht. Und alles über dem Minimum ist nicht automatisch ein Traumleben. Alles über dem Minimum ist nicht automatisch ein Traumleben.